Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen an der, bisherigen, sagen wir mal, Hauptstadt oder größten Stadt herumzuschrauben, Innsbruck. Da haben wir uns jetzt schon ziemlich lange nicht mehr mit beschäftigt. Ganz am Anfang und dann sind wir praktisch auf die Reise gegangen und haben den ganzen Streckenbau über die Bühne gebracht und haben uns da bis nach Reichenbach runtergebastelt. Also setzen wir hier mal wieder an und sehen zu, dass wir die Stadt ein bisschen voranbringen. Für diejenigen, die sich für Zahlen interessieren, Baustart von dieser ganzen Ecke, das ist jetzt schon wieder 1,5 Monate her. Ich glaube, die ersten Bastelzeitrafferaufnahmen sind so ein, zwei Tage vor Weihnachten entstanden. Und wir beginnen erstmal hier mit grundlegenden Arbeiten. Also das grobe Verlegen einer Trambahnstrecke. Welche Mod das hier genau ist, habe ich jetzt auch gerade schon wieder nicht auf dem Schirm. Ist aber auf jeden Fall aus dem Steam Workshop und auf jeden Fall in meiner Mod-Kollektion zu finden. Habe ich per Zufall entdeckt und habe es dann einfach mal ausprobiert. Also dieser Straßentyp, den ich hier verwende, der ja tatsächlich einfach eine Trambahnstrecke darstellen soll. Und da waren auch noch ein paar speziellere Stationen dabei. Ich würde mal also von der Optik her vermuten, irgendwas Osteuropäisches. Möglicherweise sogar Russland als Vorbild. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Aber auf jeden Fall auch eine ganz nette Geschichte. Bisschen fragwürdig ist vielleicht, dass dieses Tragwerk für die Oberleitung, das scheint ja alles aus Holz zu bestehen, also gut, kann man drüber diskutieren, aber es sieht trotzdem ganz cool aus und kann man sogar vorstellen, dass sowas vielleicht für so eine Überland-Trambahn ganz gut geeignet wäre. Also, erstmal so ein bisschen das Grobe erledigen und einfach hier eine rundlaufende Trambahnlinie anlegen, die auch am Hauptbahnhof entlang führt, dann bauen wir die Gebäude hier wieder auf, die ich am Anfang abgerissen habe. Bisschen Stadtentwicklung, bisschen Gebäudesetzung. Und dann kleiden wir das Ganze hier noch ein bisschen aus mit diesen ganzen Modbox-Elementen. Muss man natürlich nicht machen, man kann auch einfach Texturen drüber pinseln, aber ich finde, es sieht ansprechend aus. So, wird relativ viel gefummelt werden in der heutigen Folge, weil ich ziemlich viel mit dieser Modbox-Geschichte hier gebastelt habe. Und das sind jetzt sowieso erstmal nur so die vorbereitenden Arbeiten. Und dann werden wir uns gleich noch auf einen etwas kleineren Bereich fokussieren und sehen zu, dass wir den ein bisschen besser in Form bringen. Grundsätzlich kann man sagen, also Innsbruck ist jetzt von der Ausdehnung her schon relativ groß und man hat ja immer mal wieder ein paar bewegte Bilder gesehen, meistens rund um den Hauptbahnhof gefilmt. Da steht schon jede Menge Stadtkulisse rum, aber ich bin halt wirklich in praktisch noch keinem einzigen Bereich, bis auf Ausnahme des Hauptbahnhofes, in der Stadt irgendwie ins Detail gegangen. Und das möchte ich jetzt so langsam aber sicher mal ein bisschen ändern. Es ist schon viel Rohbau entstanden, vor allen Dingen gerade da, als ich noch Urlaub hatte, habe ich die Zeit genutzt, einfach viel hochzuziehen, viele Gebäude schon mal zu setzen, aber da fehlt halt einfach noch überall die ganze Detailarbeit und deswegen kamen auch einfach noch praktisch keine Folgen zum Thema Stadtentwicklung. Das wird jetzt erst so alles nach und nach über die Bühne gehen, wenn ich mir dann praktisch die einzelnen Bereiche herauspicke und das dann mit Leben fülle. So wie diesen ganzen Bereich hier, der so ein bisschen am Ufer sich befindet. Hier haben wir auch relativ viele Höhenunterschiede drin, was auch immer sehr reizvoll, finde ich, ist. Etwas herausfordernd zwar zum Basteln, weil es doch ein bisschen fummeliger ist, wie man sehen kann. Also hier zum Beispiel diese Mauer anzubringen, da braucht man dann schon ein bisschen Geduld, bis das alles mal passt. Aber ich denke mal, das sollte uns ein paar nette Ergebnisse bescheren hier. Also, grundsätzlich vom Layout her, hier oben eine mehrspurige Straße. Das ist so ein bisschen die Hauptverkehrsachse für den Straßenverkehr, die hier entlang läuft und dann etwas abgesenkt unterhalb, aber trotzdem noch ein paar Meter überhalb des Ufers, läuft dann eben eine Trambahnlinie entlang. Und dann der Bereich zwischen dieser Trambahnlinie und dem Fluss, der hier durchfließt, da soll dann noch so ein bisschen was Uferpromenadenmäßiges hin.
Und das versuche ich jetzt hier gerade umzusetzen. So, erstmal die richtige Breite für die Elemente hier rausgewählt. Die Schienen ziehe ich halt immer nur rein, damit ich diese ganzen Modbox-Elemente da andocken kann. Das geht halt einfach sehr komfortabel dann, wenn man mal die richtige Breite hier von den ganzen Klötzen hier rausgefunden hat. Dann kann man die da einfach ganz komfortabel dran kleben. Aber das sind natürlich, also muss man auch dazu sagen, das sind schon so die Baubereiche, die einfach echt zeitintensiv sind und auch ein bisschen Nerven kosten. Deswegen wird sowas immer länger dauern als irgendwie Streckenbau geht halt viel schneller vonstatten. Oder irgendwie Landschaftsgestaltung oder sowas. Aber das hier ist schon tricky. Gerade mit den ganzen Höhenunterschieden. Aber das hatte ich mir auch schon vorgenommen, dass in dieser Staffel halt nicht alles so in der Ebene stattfinden soll. Ne? Also das hatten wir einfach oft bei vielen Städten, die ich gebaut habe, einfach sehr, sehr flach, sehr in der Ebene. Und hier versuche ich schon deutlich mehr Höhenunterschiede einzubauen. Und ich denke mal, das ist auch echt eine gute Idee. Das haben auch viele Leute immer wieder mal vorgeschlagen. Oder auch einfach angemerkt oder kritisiert, dass meine Städte einfach zu flach sind. Und das stimmt ja auch. Also ist halt deutlich, wie gesagt, deutlich herausfordernder, diese ganzen Höhenunterschiede und, zu überwinden. Und das halt wirklich mit dieser Stufenbauweise, mit den unterschiedlichen Höhen dann auch einfach vernünftig hinzubekommen. So, dass es irgendwie sauber aussieht. Ja, deswegen wird das auch wirklich alles immer sehr, sehr lange dauern, denke ich mal, bis dann wieder der nächste Bauabschnitt fertig ist. Und ihr werdet das ja auch noch gleich sehen, dann, wenn wir dann auch noch bewegte Bilder anschauen. Das ist halt wirklich kein großer Abschnitt, den ich hier jetzt in dieser Folge umsetze, aber da steckt mehr Zeit drin als, weiß nicht, 5 Kilometer Schienen verlegen und das schön mit Felsen und dergleichen auszustatten. Und ich glaube, dass sogar, dass es schneller vonstatten ging, so eine kleine Ortschaft wie Enzberg oder Enzberg-Kogel hochzuziehen. Weil hier halt einfach der Teufel im Detail steckt. So, den ganzen Kram hier noch ein bisschen begrünt. Muss man natürlich auch nicht unbedingt machen, aber irgendwie hat es mir gut gefallen, hier das alles mit Gebüsch voll zu ballern. Dann ziehen wir uns hier nochmal Behelfsschienen rein. Einfach nur, damit ich hier auch nochmal die Elemente andocken kann. In dem Fall habe ich mich hier für so ein kleines Mäuerchen entschieden. Da hätte ich natürlich auch wieder die Zaunmod-Alternativ benutzen können. Aber so passt das halt auch schön mit den restlichen Texturen zusammen. Und dann haben wir hier schon mal praktisch den Rohbau einer etwas höher angelegten Uferpromenade. Und hier kommt nochmal ein weiterer Bereich hinzu, der sich ein bisschen niedriger befindet, und das Ganze wird dann mit Treppen verbunden, damit die flanierenden Bewohner dieser Stadt oder auch die Touristen dort auch schön ans Wasser hinkommen und da auch mal die Füße reinhalten können. Also bauen wir hier ein paar Treppen dran. Und gehen noch ein bisschen weiter ins Detail. Hinzu, dass wir die Mauer hier noch vernünftig verlängert bekommen. Und ihr seht schon selbst, das ist relativ viel Gefummel. Muss ich dann auch in der richtigen Laune sein, sowas zu machen. Weil es doch ein bisschen Nerven kostet. Naja, und diese Art von Uferpromenaden muss ich auch gleich einschränken. Das werde ich natürlich auch nicht flächendeckend hier umgesetzt bekommen. Das ist einfach viel zu aufwendig und kostet mich viel zu viele graue Haare oder produziert zu viele graue Haare. Aber abschnittsweise halt immer mal wieder in überschaubaren Dimensionen, sage ich mal, werde ich das schon hier mit einbauen. Und das muss ich ja auch nicht durch die komplette Stadt ziehen. So ist es ja auch nicht. Immer mal wieder so einen kleinen schnuckligen Abschnitt und das dann noch schön detailliert ausgestalten. Damit bin ich auch noch nicht fertig. Also es wird noch ein bisschen leer aussehen, wenn wir uns nachher dann das fertige oder vorläufige Produkt anschauen. Da muss dann einfach noch ein bisschen mehr passieren, aber so generell bin ich dann schon ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, gerade sowas hier, diese ganzen individuellen Formen hier, wo ich, wenn ich dann noch hier so eine kleine Plattform mit einbaue, das kostet halt Zeit. Aber ich denke mal, man kann schon sehen, wo die Reise hingehen soll, und der Rohbau ist schon ganz vielversprechend. Auf 3 verschiedenen Ebenen praktisch.
oben die Straße, etwas unterhalb die Trambahn und ganz unten dann so diese ganze Ufergeschichte. Hier habe ich noch ein paar Treppen eingebaut, einfach um hier den Fußgängern nochmal einen schnellen oder direkten Weg zu der Brücke hoch und dann Richtung Hauptbahnhof zu bescheren. Und diese Treppe funktioniert tatsächlich auch. Also die Sims laufen da tatsächlich hoch und runter, was ich ziemlich cool finde. Und vielleicht sogar noch für die Barrierefreiheit. Mittlerweile ist ja, habe ich ja auch dann schon seit einer ganzen Weile diese Modras-Mod installiert. Und da gibt es ja auch die Fahrstühle von den Bahnhöfen als einzelne Assets, glaube ich. Die könnt ihr natürlich auch noch irgendwie mit dazu bauen. Dann wäre das Ganze sogar noch barrierefrei. So, der Rest wird einbetoniert. Und da wird noch ein bisschen mehr einbetoniert. Um einfach diese ganzen Unebenheiten so ein bisschen besser darzustellen. Hier nochmal eine kleine Treppe dabei dazu gebaut. Hier wird noch eine Mauer reingezogen. Hier noch ein bisschen Detailarbeit. Diese Büsche zum Beispiel, die kleben ja praktisch an dem Gebäude mit dran. Das versuche ich dann einfach noch ein bisschen besser darzustellen. So ein Mini-Mäuerchen außenrum gezogen und die restlichen Lücken hier noch mit ein bisschen Gebüsch auffüllen. Ja, und so langsam geht das schon in die richtige Richtung. Reißen wir die Schienen wieder ab. Und dann ganz unten hier am, naja, an dieser Art kleinen Uferpromenade dann auch nochmal so ein bisschen Treppen. Werk oder wie auch immer. Aber ich meine, sowas sieht man oft in Großstädten. Da muss ich nur vor die Haustür gehen, direkt an der Isar unten. Zum Beispiel sind auch viele so Treppenstufen eingebaut, wo man sich halt einfach draufsetzen kann. Füße ein bisschen ins Wasser halten. Sieht vielleicht ein bisschen massiv aus auf den ersten Blick, aber die Bauweise ist auf jeden Fall, also wie gesagt, das sieht man oft. Und ich finde, es passt gut. Vielleicht ist der Fluss ein bisschen zu tief geraten. Das müsst ihr vielleicht nochmal korrigieren, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen besser. Und bevor jetzt hier die Nachfrage kommt nach Schiffsverkehr, also an der Stelle glaube ich nicht. Dazu sind die Brücken nicht also auf der richtigen Höhe. Das müsste ich so massiv nochmal umbauen, dann würde da vieles nicht mehr funktionieren. Aber wir haben ja also praktisch zwei Flussläufe durch die Stadt hindurch. Auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof ist ja auch noch ein Fluss. Und den lasse ich auf Schiff auch schiffbar. Also da wird auf jeden Fall ein bisschen was stattfinden. Was wir da genau durch die Gegend schwimmen lassen werden, weiß ich noch nicht. Aber also in jedem Fall halt so ein bisschen Touri-Schifffahrt. Und vielleicht sogar ein bisschen Frachter. Aber schauen wir mal. Wird nicht komplett ausbleiben, aber ein bisschen reduzierter halt. Und hier auf dieser Seite, das ist eher sowas, wo die Leute tatsächlich auch mal ins Wasser gehen können. Ich glaube nicht, dass wir hier auf dieser Seite rund um diese Uferpromenade großartig Schiffsverkehr haben werden. Maximal auf irgendeine Art und Weise vielleicht so ein bisschen Tourismus, Sightseeing-Dampfer oder sowas, wenn ich das hier noch irgendwie unterbekomme. Aber wahrscheinlich eher nicht. Zumindest nicht an der Stelle. So, wir sind auf dem anderen, auf der anderen Uferseite angekommen. Ich verbaue hier diese ganzen Elemente. Ich glaube, das sind diese Wiener Stadtbahnbögen. Da gibt es ein Infrastruktur-Mod-Paket, glaube ich, für die Wiener Stadtbahn, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Habe ich zuletzt genutzt in Transport Fever 1. Und ich glaube, die Mod ist auch noch mal ein bisschen umfangreicher geworden. Also tolle Konfigurationsmöglichkeiten. Man sieht schon, da sind auch teilweise so Garagentore mit dabei und solche coolen Geschichten. Und ich habe es eben nicht für die klassische Wiener Stadtbahn hier genommen, sondern stattdessen läuft hier oben einfach eine Trambahnlinie entlang. Optisch auf jeden Fall sehr, sehr schöne Elemente. Auch nochmal so ein kleiner Eyecatcher einfach hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann sind wir schon sehr in die Detailarbeit versunken hier. Und dann sieht man auch ganz gut. Ich glaube, das passt alles ganz gut zusammen, so von den Dimensionen her. Auch hier haben wir wieder so eine etwas höher gelegte, praktisch Trambahnlinie. Und in dem Fall dann unten am Ufer entlang läuft halt eine Straße. Das Ganze mit diesen Stadtbahnbögen ausgestattet. Gefällt mir gut. Also ich probiere natürlich auch viel aus. Vieles ist einfach herumexperimentieren, was passt gut zusammen, was nicht, was funktioniert, was nicht und so weiter. Aber in dem Fall, glaube ich, das kann ich schon so stehen lassen. Schönes Setup.
auch hier der Uferbereich wird noch ausgestattet. Mit diesen ganzen Modbox-Elementen. Und zu guter Letzt noch einen Zaun reingezogen, damit mir hier die Sims nicht ins Wasser stürzen. So, Schienen wieder abgerissen, Ufer begradigt. Und dann soll es das auch erstmal für den Moment gewesen sein. Und wir schauen uns direkt mal ein paar bewegte Bilder genau aus diesem Bauabschnitt an. Ich bin in der Zwischenzeit natürlich schon ein bisschen weitergekommen, habe mal noch im Bereich der Detailarbeit etwas weitergemacht und habe auch vor allen Dingen einfach die Stadt noch weiter hochgezogen, also im Bereich Gebäudesetzung. So, das wird aber dann einfach wieder in irgendeiner weiteren, also wenn ich dann wieder in irgendeinem Abschnitt ein bisschen weitergekommen bin und auch ein bisschen weiter ins Detail gegangen bin, kommt das dann nochmal in der nächsten Folge zum Thema Stadtentwicklung. Was die ganzen Trambahnlinien angeht, Buslinien und so weiter, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon erwähnt. Auch da wird es nochmal bei Zeiten eine Übersicht geben, wenn ich da ein bisschen weiter fortgeschritten bin. Also im Wesentlichen fahren jetzt momentan auch Trambahnen und Busse einfach nur relativ planlos durch die Gegend, damit einfach irgendwas durch die Gegend fährt und das hier auch schon mal ein bisschen lebendiger wirkt, die ganze Geschichte. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit diesem ganzen Abschnitt hier. Mal ein bisschen was anderes ausprobiert mit diesen ganzen Höhenunterschieden, die Uferpromenade und so weiter. Ich habe es ja schon erwähnt, es fehlt noch so ein bisschen die Lebendigkeit, es muss noch ein bisschen alles detailreicher werden, aber ich denke mal, es ist trotzdem schon auf einem ganz guten Weg hier insgesamt. Alles an der Stelle, wie man, glaube ich, erkennen kann, auch alles noch ohne NEP gefilmt. Ganz am Ende der Folge gibt es aber nochmal irgendwie so ungefähr 2 Minuten Nachschlag obendrauf. Dann haben wir da auch nochmal den Unterschied. Achtet vielleicht so ein bisschen auf die Bergkulisse im Hintergrund in den Sequenzen, wo man das erkennen kann, weil das ist halt einfach der massive Unterschied. Was Rollmaterial angeht, ist übrigens alles noch so ein bisschen platzhaltermäßig. Ich habe jetzt zwar ein bisschen mehr von den Wiener Lokalbahnen hier zum Beispiel unterwegs, aber ich habe auch noch einige Tram-Mods, einige Pakete noch überhaupt nicht installiert, die ich auch noch auf dem Zettel habe. Also das wird sich alles noch entsprechend ändern. Da werden noch ganz andere Geschichten durch die Gegend fahren. Oh ja, schaut mal, was dem Wohnmobil gerade folgt. Habe ich auch brandneu erst installiert, das T3-Paket. Also tatsächlich, dieser richtig geile alte VW-Bus. Und über den habe ich mich schon massiv gefreut, weil genau so einen hatte ich nämlich mal vor, weiß nicht, ungefähr 20 Jahren. Ja, dürfte hinkommen. In weiß mit einem roten Streifen außenrum. Und ob es glaubt oder nicht, für das Ding habe ich damals knapp 500 Mark gezahlt. unglaublich. War ein bisschen reparaturbedürftig, aber das habe ich alles ganz gut selber hinbekommen und habe dann nochmal TÜV drauf bekommen. Großartig, also tolles Fahrzeug. Großes Kino. Und dass der jetzt seinen Weg hier reingefunden hat in Transporter 2. Und dann noch krass variantenreich. Also es gibt noch praktisch die Transporter-Variante mit oben drauf und halt in zig verschiedenen Farbtönen. Ich glaube 30 oder 40 Lackierungsvarianten, ich weiß es nicht genau. Großes Kino. Und den kann man eben auch schön durch die Gegend fahren lassen. Ist einmal als Bus praktisch einsortiert und einmal als LKW. Kann sein, dass man den sehr oft zu sehen bekommt in der nächsten Zeit. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Kleiner Ausblick. Hier drüben zum Beispiel, ihr seht schon, kompletter Rohbau noch, aber da in der Richtung, das wird praktisch der Start der Schmalspurbahn sein, die von hier in Innsbruck über den Knotenbahnhof, der praktisch mit dem Nahverkehr oder mit dem Regionalverkehr verknüpft ist und direkte Anbindung an den Hauptbahnhof somit auch hat. Und von dort aus wird es dann die Berge hochgehen, schmalspurmäßig. Ganz winzig kleiner Ausblick nur an der Stelle, damit man da schon mal ein bisschen was von gesehen hat. Wir bleiben aber beim Thema. Rund um diese Uferpromenade habe ich noch ein bisschen weiter gefilmt. Und damit die Eisenbahn nicht zu kurz kommt, geht es auch gleich nochmal
für eine Zeit an den Hauptbahnhof. Wenn wir schon in der Stadt sind, gibt es da auch noch ein bisschen was zu sehen. Und diese Häuserzeile zum Beispiel habe ich jetzt auch gar nicht gezeigt. Oder was hier zum Beispiel passiert, da sind nämlich Besuchermagneten versteckt. Das werde ich auch noch in einer anderen Folge zeigen. Das habe ich jetzt einfach, hätte den Rahmen gesprengt. Ich habe mal versucht, nur die Zeitrafferaufnahmen zu bündeln, die halt wirklich genau an diesem Uferbereich dort stattgefunden haben. Damit das nicht irgendwie, damit da nicht 10 Themen irgendwie ineinander greifen und dann irgendwie totales Chaos herrscht. So, aber ich denke mal, an dem Uferbereich habe ich bis hierhin erstmal genug gezeigt. Da werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal zurückkehren, wenn das alles ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Und wir gehen einfach nochmal an den Hauptbahnhof dran. Hat sich ja auch im Bereich Rollmaterial wieder ein bisschen was getan. Generell, es sind einfach auch mehr Sims jetzt auf der Karte, deswegen herrscht hier auch insgesamt etwas mehr Verkehr. Trambahnen, ja, sind immer noch natürlich viele Münchner Trams unterwegs. Das sind halt die ersten, die ich losgeschickt habe. Aber habe ich ja auch schon angesprochen. Das wird auch alles nochmal deutlich durcheinander gewürfelt. Da wird dann im Laufe der Zeit alles Mögliche durch die Gegend fahren. Und nochmal der Hinweis. Schaut auf die Bergkulisse, sobald eine passende Perspektive da ist. Und achtet dann mal auf den Unterschied, wenn wir dann in den letzten paar Minuten NEP aktiviert haben. Jo. Neuzugang. Wurde sich auch des Öfteren mittlerweile gewünscht, doch mal ein bisschen mehr DB auf die Schiene zu bringen. Und vor allen Dingen einfach der ganz klassische Intercity mit Steuerwagen und Baureihe 101. Der kam wirklich oft als Fahrzeugwunsch. Den habe ich jetzt auch mal auf die Linie gebracht. Aber scheinbar irgendwas falsch gemacht, weil der sollte eigentlich nicht durchfahren, sondern halten. Also wahrscheinlich habe ich ihm irgendwie falschen Bahnsteig zugewiesen oder keine Ahnung, aber er ist unterwegs und wird demnächst auch öfter zu sehen sein. Und auch wirklich nur die ganz schlichte Variante. Keine Werbelok hinten dran, eine stinknormale 101 in Verkehrsrot. Genauso wie es gewünscht wurde. Ja, und der macht sich auf den Weg. Wo fährt er hin? Auf einen Streckenabschnitt, der noch weit von der Fertigstellung entfernt ist. Hier wird es dann über so eine Eigenbaubrücke noch drüber gehen, aber das ist alles noch kompletter Rohbau. Also das wird noch eine ganze Weile dauern. Und ich weiß auch noch nicht mal, wo die Reise hingehen soll mit dieser Strecke. Schauen wir mal. Lassen wir uns einfach mal alle überraschen. So, den hatten wir auch schon länger nicht mehr im Bilde. Die Baureihe 1014. Schöne Lok, schöner Zug, schöne alte oder ältere Waggons. Hat tatsächlich auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Es heißt Wagen. Ja, ich weiß. Ich bin halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich bin halt so aufgewachsen. Da hieß das halt, da waren das halt Waggons. Und heute heißen sie nicht mehr Waggons. So, den hatten wir, glaube ich, schon mal. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, oder? Hier der italienische Vertreter. Baureihe bin ich komplett überfragt, kenne mich überhaupt nicht mit aus. Aber es ist auf jeden Fall komplett italienisches Rollmaterial. Mit Speisewagen. Allerhand habe ich dem an den Haken gehängt. Nett anzusehen auf jeden Fall. So, die 1014 hat auch Ausfahrt bekommen mit Intercity am Haken. Und tschüss. Da hinten ist noch eine Lokdurchfahrt gerade vonstatten gegangen. Und ja, 218 habe ich jetzt auch mal, zumindest mal hier auf diese kleine Rangierlinie draufgepackt, wo ich versucht habe, so ein bisschen dieses Kupplungsmanöver zu inszenieren. Da dreht der jetzt ein bisschen seine Runden. Und den werden wir natürlich auch noch auf die Strecke schicken. Also ich kann euch garantieren, es wird keine Karte geben, wo nicht irgendwann mal die 218er unterwegs ist. Ah, im Hintergrund ist, glaube ich, gerade diese Fünffachtraktion durchgerauscht, die ich schon mal kurz gezeigt habe in der letzten Folge.
der auch jetzt immer noch unverändert unterwegs ist. Also falls jemand in den Kommentaren schon geschrieben hatte, welche Baureihen da eigentlich dranhängen müssten, wird noch ein bisschen dauern, bis ich den umkonfigurieren kann. Aber wie gesagt, wer die letzte Folge, wer das nicht mitbekommen hat, mir wurde tatsächlich, ich glaube von 100 Dampf, wurde mir, danke nochmal an der Stelle, ein Video verlinkt, wo man halt wirklich genau so einen Zug gesehen hat, oder? Also sehr, sehr ähnlich. Drei modernere Baureihen der SBB und zwei etwas ältere. Und wirklich eine Fünffachtraktion mit einem Containerzug hinten dran. Öfter mal was Neues, Leute. Also ich find's cool. Ich mag solche Geschichten. Und das wurde auch in der Zwischenzeit noch deutlich mehr verlinkt an coolen Zugideen, Zugzusammenstellungen, Dinge, die man auch nicht jeden Tag sieht. Also da werden noch einige Sachen hier mit auf die Karte kommen. Von den Sachen, die verlinkt wurden. Das ist eine lange Liste mittlerweile. Genau. Und der geht eben jetzt hier auf die altbekannte Strecke, die wir in der letzten, weiß nicht mehr wie viele Folgen, uns vorgenommen haben. Bis nach Reichenbach runter, ne? Genau da ist der unterwegs. Ihr kennt das ja. Und am Einfahrtssignal steht gerade die Baureihe 4010. Transalpin, glaube ich, wird auch genannt. Auch der hat jetzt erstmal hier einen festen Platz auf der Fernverkehrslinie gefunden, der Transalpin. Und den werden wir dann auch des Öfteren mal zu sehen bekommen. Nach den Wagen wird auch oft gefragt. Ich meine, dass die konvertiert sind aus dem ersten Teil. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eine der ganz wenigen Sachen, die ich konvertiert habe. Sonst ist, glaube ich, alles frei erhältlich mittlerweile. Aber die hatte ich mir tatsächlich noch irgendwann konvertiert. So, der ist, glaube ich, auch. Hatte ich den schon? Ich weiß es nicht. Ich habe so viel Rollmaterial durcheinander gemischt und dann so viel gefilmt. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob man den schon so sehen bekommen hat. Aber auch der wurde sich natürlich oft gewünscht, generell mehr SBB auf die Karte zu bringen. Und da sind wir auch so ein bisschen dabei. IC 2020. Bekannt aus dem Fernverkehrsangebot der Schweizer Bundesbahn. Hatte ich auf der letzten Karte komplett falsch zusammengestellt. Aber den gibt es ja praktisch auch, wenn man den installiert hat, unter den Triebfahrzeugen, unter den Triebwagen, praktisch vorgefertigt in der richtigen Wagenreihe. Und genau so ist er hier auch unterwegs. So, und da kommt der 4010er eingefahren. Sehr schön. Gelebte Eisenbahngeschichte hier auf der Karte. Schön, dass man einfach die Möglichkeit hat, dank all der tollen Mods, solche Fahrzeuge hier nochmal zumindest in virtueller Form durch die Gegend fahren zu lassen. Den habe ich auch nochmal neu zusammengestellt, hier einen der Regionalzüge. Ich weiß nicht, ob sowas... Ah, okay, jetzt kommt der Fotobomber ICE. Ja, aber auch keine schlechte Perspektive, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob so eine Art Kamelzüge kenne ich, also so den Begriff kenne ich aus Deutschland von Regionalzügen oder generell von Zügen, die halt irgendwie mittendrin Doppelstockwaggons mit reingemischt haben. Ich weiß nicht, ob sowas üblich ist bei der ÖBB, also speziell hier bei den Regionalzügen, keine Ahnung. Aber mir gefällt's. Wo ist er? Kriegen wir den nochmal zu sehen. Da hinten. So. Also ich würde mal behaupten, ist zumindest nicht komplett aus der Luft gegriffen. Und ich meine auch, dass ich sowas, zumindest sowas Ähnliches schon mal irgendwo gesehen habe. In jedem Fall nett anzusehen. Und ich bin ja so großer Freund davon, bei diesen ganz, ganz großen Mod-Paketen, wenn da so viel Variation dabei ist, das dann einfach früher oder später auch alles mal fahren zu lassen. Wofür hat man die ganze Vielfalt? So, Kollege ICE3. Wahrscheinlich unterwegs nach Brüssel. Und der Vectron Railjet. Fiktiver Repaint. Kommt sehr, sehr oft auch in den Kommentaren diese Frage. Hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen. Es ist ein fiktiver Repaint. Der fährt so nicht in der Gegend rum, aber er passt trotzdem gut. Also ich finde, ist eine schöne Kombination.
Kann man machen. Taurus gefällt mir persönlich auch besser, aber auch das ist eine schöne Nummer hier mit der Vectron vorne dran. So, ja, also war gar nicht so lange geplant, ehrlich gesagt, hier zu verweilen, weil das Bastelthema war ja ein ganz anderes und jetzt hänge ich hier schon wieder irgendwie ein bisschen länger am Hauptbahnhof rum. Aber das ist halt, kam da auch nicht raus aus meiner Haut. Es macht halt einfach Spaß. Wenn die Züge rollen, dann ist es schwer aufzuhören zu filmen und dann wird das halt alles mal ein bisschen länger hier. So, die Rangierlinie, kleine Perspektive vom Führerstand der 218er. Da stelle ich mir die Mitfahrten auch ziemlich cool vor, ehrlich gesagt, weil die hat einen schönen Führerstand bekommen, hier die Lok. Das ist, glaube ich, der Erzbomber, der unterwegs ist. Auch nochmal die Zuglok so ein bisschen anders eingerichtet. 189 und was ist die andere Baureihe noch? 1216 in Doppeltraktion. So. Der fährt hier und kuppelt seinen Zug an. Blick auf den Hauptbahnhof. Ja, Lokführerperspektive. Jetzt stimmt halt der Abstand nicht mehr. Ich hatte die vorige Lok, die ich hier drauf hatte, die war halt dann wirklich Puffer an Puffer gestanden, aber die Loks sind ja auch, haben ja unterschiedliche Längen, die 218 ist ein bisschen kürzer, aber wäre auch niemandem aufgefallen, wenn ich es nicht erwähnt hätte. So, was haben wir da? Den hat man, glaube ich, jetzt auch schon öfter mal in die Videos zu sehen. Jubiläumslok mit, naja, Eurocity oder eine Art von, ja, es ist ein Eurocity, glaube ich. Es soll ein Eurocity sein. Und im Hintergrund klassischer Doppelstock. Regionalzug namens Wiesel. Und auch wirklich eine ganze Menge los mittlerweile am Hauptbahnhof. Ne? Also man kann sich nicht über zu wenig Betrieb beklagen. Und damit meine ich gar nicht primär die Züge, sondern einfach die Reisenden. Also es fahren schon relativ viele Sims mittlerweile mit den Zügen durch die Gegend. So, hier haben wir nochmal den Eurocity bei der Ausfahrt. Viel Baustelle im Hintergrund, wie man sehen kann. Die nächste Doppeltraktion rollt ein. 151 in Ozean Blau-Beige. Nochmal der Hauptbahnhof in der Trutalen. Und an der Stelle wollte ich mich dann eigentlich ursprünglich schon verabschieden von euch. Aber wir hängen noch ein paar Minuten hinten dran. Ich habe es ja schon erwähnt. NEP, bekannt aus der letzten Folge, ist installiert und ich habe dann noch nachträglich einfach noch ein paar Minuten hier gefilmt, um das hier auch noch am Ende der Folge ein bisschen mit unterzubringen. So, und das dürfte jetzt schon NEP sein, oder? Sehe ich das richtig? Ja, man kann schon ganz gut an der Farbe erkennen. Die veränderte Farbe. Bergkulisse sichtbar auf weite Sicht. Schauen wir uns jetzt auch noch ein bisschen an. Performance-mäßig muss ich sagen, also wenn ich ganz normal in-game bin und irgendwas mache und die Züge fahren lasse, habe ich noch keinen wirklichen Unterschied feststellen können, aber ich habe es, glaube ich, auch schon angesprochen. Beim Filmen habe ich so ein bisschen Probleme. Also da muss ich einfach noch mit den Einstellungen ein bisschen tüfteln, aber ich hoffe mal, dass man es nicht allzu sehr merkt in den Videos. Kann auch sein, dass das einfach noch ein bisschen dauert, bis ich das dann vernünftig eingepegelt habe. Hier sieht man auch die neuen Gleise, die ich nicht aktiv verbaut habe. Also da waren wahrscheinlich vorher Vanilla-Gleise gelegen.
die dann praktisch ersetzt werden, vermute ich mal. Super, mit der fetten Bergkulisse im Hintergrund. Das meiste davon ist halt in der Standardgrafik nicht zu erkennen auf diese Distanz. Ich werde das noch zigmal erwähnen, dass ich das absolut geil finde, dass wir jetzt diese massive Sichtweite haben. Und ich werde es auch noch öfter erwähnen, dass es genau für so eine Karte halt einfach den Riesenunterschied macht. Tut mir leid, müsst ihr euch drauf einstellen. Das übrigens hier, falls sich jemand fragt, das ist einfach noch der unfertige Bereich des Hauptbahnhofes. Ich habe mich hier auf die andere Seite konzentriert, da Richtung, wo das große Stellwerk steht. Und hier in die Richtung, da haben wir noch einiges vor uns. Da steht bislang nur der Rohbau. So, auch hier nochmal die Totale, die wir gerade schon ungefähr so hatten, nur jetzt eben mit NEP. Ganze Bergkulisse im Hintergrund zu sehen. Großartig. Und man sieht auch einfach schon bis zu den nächsten Ortschaften. Das ist schon großes Kino. Hier nochmal kurz der Bauabschnitt, um den es eigentlich in der Bastelzeit drauf ging. Hier dieser kleine Uferbereich mit den Anfängen einer kleinen Uferpromenade. Ich werde es noch ein bisschen erweitern, diesen ganzen Bereich. Und dann glaube ich, wird das schon wirklich eine ganz schnucklige Geschichte. So, da ist der Italiener wieder. Einfahrt auf Gleis. 3 würde ich sagen. 4. Und da lassen wir den Blick auch nochmal ein bisschen schweifen. Konnte man alles vorher nicht erkennen. Das Kraftwerk, was ich da noch irgendwann hinbauen werde. Enzberg. Die fette Bergkulisse im Hintergrund. Es ist einfach toll. Es ist klasse. So, gut. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Noch ein bisschen Schmankerl in Form von NEP-Haufenarmen oben draufgelegt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.